Willkommen zu Life Alive. Das finale Kapitel erwartet uns mit verschiedenen Enden. Drück mir drauf, was passiert? Wir haben eine ganze Menge Auswahl an Charakteren. Die Herrschaft des Hasses. Wähle einen Charakter für das finale Kapitel. Ja, wir haben eine große Auswahl an allen Charakteren, die wir schon mal gesehen haben und gespielt haben. Ja. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen auf die Hero-Route und nehmen einen der 7 Charaktere, die gut sind. Oder wir machen zuerst die Bad-Route mit Orsted. Und ich glaube, es ist sinnvoller, zuerst die Bad-Route zu machen. Die geht auch, glaube ich, sehr schnell. Und da kann man auch zwei Enden bekommen. Relativ einfach. Es sind keine schweren Enden, muss man sagen. Ja, machen Orsted zuerst. Die Herrschaft des Hasses. Möchtest du dieses Kapitel als Orsted spielen? Machen wir, denn wir wissen ja, dass Orsted nicht gerade der netteste gerade ist. Zumindest aktuell nicht. Vollkommen verständlich, dass er es ist. Ich muss mein Mikro ein bisschen verschieben. Ich glaube, so gefällt es mir mehr. Ja. Ich hoffe, dein Thron gefällt dir dort. Orsted. Entschuldigung, Odio, Entschuldigung. A slave to appetites. A beast. Nay. Lesser still. For hunger drives a beast. To fight, to kill, to feed, survive. Naught else. But man, he's more complex. More fool. More mad. His hunger knows no end. The world's his meal. I'll teach him manners then. Restraint. Respect. He's drunk on victory. Spares no thought for them who suffered for his spoils. But soon, he shall. Schön, wie cool gemacht, dass man jetzt ihn so steuern kann. Den geilen Odio. Wir können aber nichts machen. Wir sind Stufe 11, können nichts an sich machen. Das klingt doch schon mal geil. Aber was ist denn das Ziel dieses Kapitels, wenn wir keine Ausrüstung haben und was weiß ich? Ja, dieses Kapitel spielt sich ganz anders als andere, also als das richtige Finale in der Hero-Route. Die Hero-Route geht sehr lang. Die ist sehr, sehr lang und da kann man auch sehr viel machen. Hier haben wir ein ganz anderes Ziel. Und das wird wahrscheinlich auch jetzt erklärt werden, was wir hier machen werden. I weep for you, my brothers. To the last, you stayed the course. Pursued your heart's desires with eyes unclouded. So close. But alas, like me. Deprived, nay, robbed of just reward. Disgraced and dumped. The villain. Slanderous lies. A winner's justice. History bent to win. The losers silenced, stripped of voice and claim, and stricken from the page. If that's the game, I'll play along. Cross time and space and stand. For we the damned rewrite the tale. Just so. Your statue 7 are my ink and quill. With magic potent, singular, pure hit. I'll
the guise we share. For we are Odio. And we will win. Was hat das jetzt zu bedeuten? Es wird jetzt etwas sehr Cooles passieren, sagen wir es so. Das finde ich eine absolut geniale Idee. Beginnen wir doch einfach mal mit ihm hier. Oh, Child of Fury. Slaughtered in your prime. By brutish men bereft of spoken words. But barely won their victory. Weak and frail they are. Not hunters. No. But prey. Go forth in rage. This time, you'll eat your fill. Die Szene kennen wir ja. Mein Hals macht nebenbei Geräusche. Tut mir leid, falls ihr das hören solltet. Wenn nicht, dann ist gut. Solltet ihr auch nicht hören. Hier, nimm das! Hä? Kaum gegeben, Mann! Besiegen wir ihn! Ja, besiegen wir ihn! Los! Du. Kiba, Gori und Beru sind unsere Feinde. Ja, wir steuern jetzt die Bosse! Wir sind jetzt nämlich Odo, oder wenn man es halt... Wenn man die Buchstaben einzeln ausspricht, O-D-O. Gut, wir können kauen, Überraschungsangriff, trampeln und zerreißen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen einen Überraschungsangriff auf Kiba. Vernichten wir Kiba zuerst, Kiba ist eine Gefahr. Obwohl, sie sollten wir eigentlich auch zuerst vernichten, weil sie kann ja heilen. Ich glaube, ich mache mal hier so. Ich weiß nicht, was er einsetzen wird, deswegen hau ich, ich kann nicht abhauen. Dann nehmen wir einen Überraschungsangriff auf sie mal, auf Beru. Bei Beru loswerden ist vielleicht sogar das Schlauste. Ja, ist ja auch schon schnell tot. Ja, ich finde die Idee so genial. Ja, dass er auch noch kommt, war klar. Ja, wie gesagt, ich finde die Idee so genial, dass man jetzt die Bosse spielen kann. Aus Odios Sicht. Beziehungsweise halt nochmal. Also er kriegt jetzt seine. Er steuert sie jetzt nochmal und besiegt sie jetzt. Ich würde sagen, zuerst Kiba loswerden. Und dann ist der Eidechsenmann. Bei dem ich übrigens gelesen oder gesehen habe beim Artwork, dass, ich dachte es nämlich immer, dass das vor seinem Genital. Dachte ich immer, es wäre ein Blatt einfach. Aber das ist gar kein Blatt. Das ist eine Eidechse. Er hat einen Eidechse an seinem Schwänzel geklebt. Lecker Schmecker! Achso, ja, stimmt. Ich habe vergessen, dass sie die Attacke kann. Aber gut, man muss auch sagen, Kiba ist auch schon echt lange her von der Story her. Also, ihr besiegt mich jetzt nicht gerade unbedingt. Also, bis jetzt seid ihr eher schwach. Können wir jetzt aber echt mal Kiba besiegen? Weil der Kampf geht mir zu lang, Kiba. Ach, der lebt immer noch. Flieg, Eidechse, flieg! Nein, die Eidechse des Todes! Jetzt verreck endlich, Kiba. Niemand will dich sehen. Ja, Kiba, es ging schnell, oder? Ich habe hier ein Gruselgesicht. Peekaboo. Oh nein, wie bedrohlich. Gut. Frage ist halt, wie viel macht Trampeln? Gucken wir nochmal Trampeln aus. Nicht wahr, Kukong? 107, ja, kann ich nur schwer beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Ja, und das ganze Kapitel besteht daraus, dass wir alle Bosse nochmal besiegen. Und hier kann es mehrere Enden geben, je nachdem, also kann es zwei Enden geben. Ich würde schon noch sehen, welche ich meine. Wir machen mal zerreißen, das klingt ja schon mal richtig geil. Oh, so geil war es nicht. Juhu, Kopfstoß! Das war schon böse, aber... Willst du nicht sagen, dass du mich vernichtet hast? Ich spiele Überraschungsangriff. Ja, Überraschungsangriff ist wahrscheinlich sogar unser stärkster Angriff.
Ja, warte mal. Warte. Hau mir nicht so sehr ab. Aber gut, dass du in deinem Giftfeld gelandet bist. Beziehungsweise in Kokons Giftfeld. Nein, ich bin nur noch eine Verstümmelung. Hier, ein Tritt ins Gesicht. Aua. Also ich, ODO, fühle mich bedroht. Ihr Kotwurf? Hier, verreckt man. Und das soll stark sein. Und ihr habt mich damals besiegt? Also ich, ODO, fühle mich null bedroht von eurer Existenz. Ich konnte als gekrüppelter alter Mann gerade geil ausweichen und jetzt eine Eidechse fliegen lassen. Wie ich da nicht getroffen habe, verstehe ich aber auch nicht. Das verstehe ich halt auch nicht. Wäre vielleicht gut gewesen, wenn du getroffen hättest, ODO. Also ich glaube, mittlerweile hat man verstanden, nach was die Bosse benannt worden sind, oder? Oder? Ich glaube, mittlerweile ist es klar, dass die Bosse alle ODO im Namen haben. Auf irgendeine Art und Weise. Brusttrommel, war das stark? Ich kann mich gar nicht mit. Doch, das war stark, glaube ich. Ja, okay. Aber komm, Überraschungsangriff hier nochmal. Also eigentlich müssen wir gewinnen. Also wenn Kokong uns jetzt noch alleine zerstört, dann weine ich. Das dürfte. Ja, er hat sogar jetzt selbst ein Gift reingemacht, also er dürfte es nicht überleben. Wenn doch, dann gut gemacht, Kokong, dann bist du der Stärkste. Ich war immer der Stärkste. Mein Ass. Guckt ihn euch an. Ja gut, das ist natürlich stark, aber du stirbst jetzt trotzdem. Außer ich treffe natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass wir treffen. Ja, und so lange geht das ja nicht. Wir müssen eigentlich, glaube ich, hier nur alle Bosse mal machen. ODO. Ich finde es halt toll, dass man die Bosse nochmal sehen kann aus einer anderen Sicht. Irgendwie finde ich das cool. Oh, Child of Fury. Feast upon their bones. Gut, dann speichern wir mal kurz. Ich bin gespannt, welches Ende wir zuerst erreichen. Es kommt nämlich darauf an, wie viel Glück wir haben oder nicht. Let's go! Wir spielen jetzt als At long last. ODO! Oder you! I! Oder you! Zumindest sind wir ODO! Ja, ihr versteht schon, also ihr merkt schon, was die Namen sind. Bin gespannt, ob man das schon gemerkt hat. Weil das Problem ist, ich kannte die Sache halt schon, deswegen. Ich bin gespannt, ob einer von euch bemerkt hat, falls die es nicht kennen, dass die Namen alle mit OD anfangen oder irgendwie ODO. Also eigentlich müsste es oft fallen sein. Ich hab's eigentlich. Ich muss aber auch sagen, ich habe gegen Ende habe ich auch ein bisschen probiert, es zu symbolisieren. Also ich habe da, glaube ich, auch während der Sundown-Credits, glaube ich, gesagt. Da habe ich einen anderen ODO-Boss erwähnt, während der andere ODO, also irgendwie in den Credits stand. Da habe ich schon probiert, so ein bisschen zu sagen, es gibt vielleicht so ein, so ein kleines Muster, was die Namen angeht. Ich müsste mal da gemerkt haben, wenn man auf das Spiel aufgepasst hat. Ich finde seine komische Froschverwandlung immer noch seltsam, aber. Ich mag's aber, ich finde das echt cool. Und wir haben die ganze Zeit Megalomania, ich finde das gut. Gustavke und der Gefangene. Ja, die Frage ist ja halt nur, wir wissen nicht, was wir machen können. Deswegen würde ich zuerst mal giftige Plage einsetzen, damit wir zumindest mal eine Giftfläche haben. Also so stark sind die, glaube ich.
Also wenn ich euch jetzt schon so besiege, dann ist es ein bisschen lächerlich. Also, nein, wirklich, also, ihr macht es mir gerade ein bisschen leicht, oder? Also, ihr seid gerade ein bisschen schnell besiegt. Also, so leicht wollte ich euch gar nicht fertig machen. Gustavke gibt niemals auf! Oh, aber Gustavke macht ein bisschen viel Schaden. Gustavke? Nein. Oh, danke, Gustavke. Ich heile mich gerne, weil ich hier Gift hingemacht habe. Ja, okay, also die sind wirklich kein Problem. Also hätte er damals diese Kraft gehabt, wäre kein Problem gewesen. Ja, für verwundbar, aber jetzt nicht sehr wirklich stark. Warte mal, fast. Bitte hier machen. Ich will doch, dass meine Lieblingsbeiden leiden. Er hätte einfach nur so kämpfen müssen die ganze Zeit. Was ist das, mein Best? Nein, Gustavke war es nicht. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Noch 5 weitere sind's. Also wie gesagt, ich finde die Idee, ich finde die klasse. Das ist echt cool gemacht. Man hätte auch einfach sagen können, man kann Orsted nicht auswählen, aber man kann ihn auswählen und das ist super. Oh, Child of Unity. Misguided love it was to offer them deliverance. Damnation, rather. Let mortal men and all their sin be weighed. Und besiegt den Roboter des Todes. Da mache ich mir aber Sorgen. Weil bei dem Boss war es ja wirklich so, dass man keine Chance hatte. Also, dass der Boss keine Chance hat zu gewinnen. Also, zumindest damals ist es sicher anders, weil jetzt sind wir ja der Boss. Yes, yes. His advent. Look now to the statue of Inko. Rejoice! Our savior is come! Rejoice! Odeo is come! Oh mein Gott, er heißt Odeo? Was für ein Zufall! Screw this. That thing's no god of mine. And I'm not melding with these freaks or anyone else. Still with me? Tut mir leid, Trottelchef, aber diesmal sind auf anderen Seiten. Wir dürfen endlich mal Odeo spielen. Gegen den Stahlriesen müssen wir gewinnen. Ich würde mal sagen, Odeo Deo Showa. Ist ja die Frage jetzt. Nur 100. Ja, ich stelle mir den Stahlriesen auch echt schwer vor, muss ich sagen. Marduks Zorn. Puh. Bindende Eintracht. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Weil da, ich glaube, den Kampf werden wir verlieren. Oh, mit dem Eintracht ist relativ stark. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. Wir können mal den Odeo-Deo-Tritt machen. Ich muss nämlich wissen, was die stärkste Attacke von ihm ist. Der Odeo-Deo-Tritt ist sehr gut. Warte. Ich will dich gerne nochmal unterbrechen. Also bitte leider. Also ich unterbreche dich gern. Ich habe nur Boah, was ist denn das für eine Attacke? Leide mal hier, Roboter. 150. Hier nochmal. Solange er sich nur verrot aufladen, werde ich den Tritt benutzen. Aber das ist gut, okay. Oh, dann macht er. Okay, hier den Tritt einsetzen, damit es unterbrochen wird. Weil das darf er auf gar keinen Fall einsetzen. Ja, also hier ist wirklich ein Boss, der schon eher härter ist.
Und wieder den Tritt einsetzen, damit es unterbricht. Ich liebe es, wie der Priester die ganze Zeit kommentiert. Aber übrigens, man sieht unten den Priester und seine beiden Handlanger. Muss man jemandem so sagen, das habe ich gar nicht bemerkt gehabt beim allerersten Mal kämpfen. Ich sehe es gerade erst jetzt. Finde ich cool. Hier nochmal ein Tritt, damit du unterbrochen bist. Du hast gar keine Chance, Roboter. Oh, er hat doch eine Chance. Ah, der Halogenlaser, der war gar nicht so stark, dachte ich damals. Nee, war er auch nicht. Da war ich mir aber auch sehr sicher. Haben wir das schon mal gesehen gehabt? Ich glaube nicht, oder? Das sieht brutal aus. Das sah brutaler aus, als es eigentlich ist. Enttäuschend, würde ich sagen. Enttäuschend, Odeo. Hier, bindender Eintracht. Verneige dich. Verbeuge dich. Gib dich dem Gott hin. Oh, der Babylon-Stampf war aber gut. Und jetzt verreck. Ich finde schön, wie lange er labern muss. Kann ich aber sagen, you won! Oh, holy Odeo! Ich muss jetzt gerade wissen, wer war. Ich glaube, das war von der China-Story. Also, müsste der immer war gegen Lei, dachte ich. Dachte ich. Oh, Child of Cruelty. With heart of steel and will unwavering, you honed your craft. But still, were bested by... Obwohl, dann ist es doch wahrscheinlich der Kämpfer gegen Ryu Son Goku Kazuma, oder? Weil die beiden konnte ich jetzt gar nicht unterscheiden. Na gut. Ach, es ist doch der gewesen. Ich habe ihn doch wiedererkannt. Yun, you better be watching. Behold, our Shufu's greatest secret. Es tut mir leid für sie, aber sie wird jetzt richtig enttäuscht. Und er und der Shifu wird sterben. Tja. Tut mir leid für Lei. Tut mir sehr leid für Lei. A desperate bluff. Oh, die Wan Li. Heavenly Pace Ascent. Ja, bei ihr muss man aufpassen, weil sie diese geile Superattacke kann. Aber das müsste uns eigentlich auch nicht aufhalten. Ich liebe es, wie diesen riesigen Gegner spielen. Ich finde das irgendwie toll. What have you got to show me? Gut. Was könnte eine geile Attacke sein? Rache des zornigen Drachen klingt ja schon mal eigentlich nach der geilsten Attacke ever. Mal schauen, ob das auch so ist. You cannot escape the dragon's fury. Das klingt eigentlich relativ... Das ist absolut geil. Das ist absolut geil. Sie hat gar keine Chance. Es tut mir echt leid für sie, aber du bist tot. Ganz ehrlich, Lei, es tut mir sehr leid. Ja, das hättest du auch damals von vornherein einfach mal einsetzen müssen. Sie wäre gestorben, sofort. Verdammt, ich hab so gut And now to deal with your Shifu. Nee, ich glaube, der ist schon tot. Oh, Child of Cruelty. Your art endures. Das freut mich. Gut, als nächstes haben wir dann den anderen. Ich wusste doch, ich habe den richtig erkannt. Ich war aber nur ein bisschen am Zweifel, weil die Beschreibung fand ich hätte jetzt auch zum anderen hinpassen können. Aber gut, beide sind grausam. Odeos sind einfach grausam. Odeo. For violence you fought and found a foe surpassing all before. It was not with strength or skill you lost but chance. Wirklich? Also. And claim pretender's crown.